Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind heute für euch da. Ein kleines, kurzes Workout. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Wir beginnen mit ein wenig Beweglichkeit. Starten wir. Nehmen wir die Füße unter die Hüfte und bewegen uns erst einmal mit den Knien. Lass deine Knie ganz sanft kreisen, egal in welche Richtung, wenn du möchtest. Gehe ganz leicht auf deine Außenkanten. Kreise ein wenig. Wir kümmern uns jetzt ein bisschen um die Beweglichkeit deiner Knie. Lass dir Zeit, geh einfach mit. Das Ganze in die andere Richtung, ganz locker, sei ganz entspannt dabei, lass deine Schultern locker und entspannt und bewege dich nur in deinen Knien. Sehr schön. Jetzt stellst du deine Füße ganz dicht zusammen, beugst deine Knie ein wenig, nimmst deine Hände auf deine Oberschenkel und machst das Ganze nochmal. Bewege deine Knie sanft, kreise deine Knie. Entscheide selber, wie weit du nach vorne gehen möchtest. Du kannst ganz kleine Kreise machen, du kannst aber auch größer werden in deinen Kreisen. Deine Füße begrenzen deine Beweglichkeit. Lass deine Füße fest am Boden und bewege dich in eine Richtung. Das Ganze dann natürlich auch in die andere Richtung. Sehr schön. Schön locker, ganz entspannt. Wir wärmen die Knie ein bisschen auf. Wir sorgen für ein bisschen Beweglichkeit in den Knien. Und komm zur Mitte zurück, bleibe hier. Nimm jetzt deine Hände mit den Daumen nach außen, oberhalb deiner Knie auf die Oberschenkel. Schau wieder, wie tief du gehen möchtest, ob du mit dem Po ein bisschen tiefer gehen möchtest oder weiter oben bleiben möchtest. Und beginne jetzt nach vorne zu gehen, die Knie vorne auseinanderzunehmen, nach außen. Dann bewegst du die Beine nach hinten, streckst die Beine durch und kommst wieder nach vorne. Du kreist also jetzt mit deinen Knien in der Außenrotation. Ja, Andrea hat sich schon gedreht, sodass du das Ganze auch von der Seite sehen kannst. Öffne deine Knie und schau auch hier, wie weit du in die Öffnung hineingehen möchtest. So, noch einmal, jetzt kommst du nach vorne. Bleibe hier, wir starten in die andere Richtung. Nimm jetzt deine Knie zuerst nach hinten. Strecke die Beine fast durch und öffne dann die Knie und komm vorne wieder zusammen. Genau in die andere Richtung, jetzt eine Innenrotation in deinen Knien. Oh, noch einmal einen schönen Kreis nach innen und dann bleibst du hinten, streckst die Beine jetzt durch. Richtig schön durchstrecken. Ich stelle mich jetzt auch mal von der Seite, dass du das besser sehen kannst. Du kannst die Füße zusammengestellt lassen oder ganz leicht öffnen, dass du einen besseren Stand hast. Drück die Knie durch und nimm jetzt deine Hände ganz locker und schlage mit den Handflächen einfach locker in deine Kniekehlen. Geh so ein bisschen zum Ansatz deines Oberschenkels nach oben, dann ein wenig nach unten, komme so in Richtung Waden und ganz locker dabei in deine Kniekehlen hineinschlagen. Aktiviere deine Knie ein wenig mit dieser Klopfübung. So, dann beugst du deine Knie wieder und mit deinen Händen umkreist du deine Knievorderseiten. Ja, ganz leicht massieren, ganz hier mit der ganzen Handfläche die Knie umkreisen. Und das Ganze machst du dann auch wieder in der Kniekehle, hoch und runter, streck dazu die Beine wieder ein wenig. Und richte dich wieder auf und komm nach vorne zurück. So, wir gehen jetzt weiter in die Kniebeweglichkeit hinein, hebe einfach mal ein Bein ab. Du kannst dich natürlich gerne auch festhalten, wenn du jetzt merkst, es wird für dich zu wackelig. Heb das Knie nach oben und locker mit dem Bein pendeln, den Unterschenkel einfach locker vor und zurück bewegen. Lass den Oberschenkel gerade stehen. Und wie gesagt, wenn du möchtest, suche dir etwas, wo du dich festhalten kannst. Bleib ganz locker.
Wechsel dann die Seiten. Sehr schön. Einfach vor und zurück pendeln. Versuch den Oberschenkel gerade zu lassen, still zu lassen, ruhig zu halten und nur den Unterschenkel immer vor und zurück zu bewegen. Ganz locker. Wir wechseln noch einmal die Seiten. Hebe noch einmal dein Bein vom Boden ab. Und jetzt versuche mal, deinen Oberschenkel auch hier wieder festzulassen und den Unterschenkel kreisen zu lassen. Dabei hältst du den Fuß ganz ruhig. Also nicht hier den Fuß kreisen, das ist jetzt nicht Ziel der Übung, sondern wirklich den Unterschenkel ganz locker kreisen lassen. Die Richtung dabei ist wieder ganz egal. Du kannst die Richtung auch gerne mal wechseln. Einmal nach außen, einmal nach innen. Ganz locker den Unterschenkel kreisen lassen. Das Ganze dann natürlich auch auf der anderen Seite. Hebe wieder leicht ab. Kreise. Fuß möglichst ruhig halten. Ganz still lassen. Wenn du die Hand auf den Oberschenkel legst, dann spürst du, dass dein Oberschenkel fest bleibt und du nur im unteren Bereich arbeitest. Und zur Mitte zurückkommen. Wir drehen uns wieder, damit ihr uns besser sehen könnt. Zum Abschluss fahren wir jetzt noch ein bisschen rückwärts Fahrrad. Vorwärts fahren wir den ganzen Tag im Alltag. Jetzt im Moment zwar nicht so oft, aber das kommt wieder, das sind wir uns sicher. Und deswegen fahren wir jetzt ein bisschen rückwärts. Beginne mit dem gestreckten Bein. Hebe dein Knie an, beuge dein Knie, ziehe die Zehen an, bring die Ferse zur Mitte deines Beines und drücke jetzt die Ferse am Bein entlang gerade nach unten. Und jetzt machst du eine schöne kreisende und fließende Bewegung daraus. Ja, versuche hier deinen Fuß nicht nach hinten zu bringen, sondern bleib immer in der Vorderseite deines Oberkörpers. Hier kannst du jetzt ein bisschen schneller arbeiten, um ein bisschen mehr Wärme in deinen Körper zu bringen. Oder du machst es ganz langsam und kontrolliert, jede Bewegung für sich. Wechsel auch hier dann die Seiten. Beginne mit dem gestreckten Bein, beuge dein Bein, zieh die Zehen an, bring die Ferse zur Mitte und am Bein entlang wieder nach unten. Und auch hier kreist du schön fließend. Jawohl. Entscheide selber, ob du in der langsamen Bewegung bleibst oder auch hier ein bisschen schneller wirst und auch wie lange du diese Bewegung ausführen möchtest. Wenn du jetzt merkst, dass hier Spannung in deine Hüfte auftreten, bleib einfach stehen, locker mal zwischendurch ein wenig aus, einfach mal locker machen, Beine ausschütteln und dann kannst du noch einmal in die Bewegung hineingehen. So, wir bedanken uns ganz herzlich, Andrea und ich, für diese Trainingseinheit heute gemeinsam mit euch hier und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Dankeschön!